Wir bekommen endlich ein neues DLC für Jurassic World Evolution 2, und zwar das Secret Species Pack. Dieses beinhaltet 4 neue geheimnisvolle Hybriden und wird schon am 13. März rauskommen, also diesen Mittwoch schon. Unter anderem erwarten uns in dem Pack auch die 3 Hybriden, die wir auch schon in Jurassic World Evolution 1 spielen konnten. Das wäre einmal der Ankylodocus. Dieser ist eine Kreuzung von dem Ankylosaurus und dem Diplodocus. Von dem Ankylosaurus sieht man natürlich hauptsächlich den gepanzerten Rücken und auch die Keule am Ende des Schwanzes. Und von dem Diplodocus hat er natürlich die Körperform und auch die Größe bekommen. Auffällig sind auf jeden Fall auch die Skins von allen neuen Hybriden. Die leuchten nämlich sehr schön im Dunkeln. Gerade hier sieht das auch echt toll aus mit diesem Blau-Lila in dem Mondschein. Das ist schon ein hübscher Skin und die Farben kann man natürlich auch dann noch so ein bisschen anpassen und verändern. Aber ich muss sagen, bei Jurassic World Evolution 1 fand ich den Ankylodocus immer am langweiligsten. Also den hätte ich so als letztes ausgewählt, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Worauf ich tatsächlich bei dem am meisten gespannt bin, ist, ob der auch wirklich seine Keule am Ende seines Schwanzes einsetzt. Weil es ist ja momentan in Jurassic World Evolution 2 so, dass ich kein Sauropode verteidigen kann. Und der hat ja nun mal jetzt eine richtig fette Waffe am Ende seines Schwanzes bekommen. Und ich bin gespannt, ob der die auch einsetzen kann. Im ersten JWE-Teil konnte er das übrigens nicht. Der nächste neue Hybride ist der Stegoceratops. Eine Mischung aus Triceratops und Stegosaurus. Vom Triceratops hat er die Körperform, den Nackenkamm und auch die Hörner bekommen. Und vom Stegosaurus die Rückenplatten und auch die Stacheln am Ende seines Schwanzes. Den gab es auch schon im ersten Teil des Spiels. Allerdings nicht mit so einem schönen Leuchtskin. Hier auch so ein richtig leuchtendes Grün. Sieht nice aus im Mond. Auch bei diesem hier habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass der alle seine Waffen benutzt. Weil im ersten Teil des Spiels hat er nur die Hörner benutzt. Also hat eigentlich quasi die Attacken vom ganz normalen Triceratops gemacht. Und es wäre natürlich auch schön, wenn er die Stacheln am Ende seines Schwanzes einsetzt. Also halt die Stego-Waffe. Und der dritte Hybride, der hier sein Comeback feiert, ist der Spinoraptor. Eine Mischung aus den beiden Killermaschinen, Velociraptor und Spinosaurus. Dieser ist quasi ein etwas größerer Raptor mit einer ein bisschen veränderten Körperform, so ein bisschen mehr in Richtung Spinosaurus und einem kleinen Minisegel auf dem Rücken. Der wird dann höchstwahrscheinlich auch Fleisch und Fisch fressen können. Und auch dieser bekommt wunderschöne Skins, die im Dunkeln leuchten. Und der vierte, ganz neue Hybride, also den gab es noch nicht im ersten Teil des Spiels, das ist der Spinoceratops. Dieser ist tatsächlich auch die erste Mischung aus Pflanzen- und Fleischfresser, nämlich dem Sinoceratops und dem Spinosaurus. Den kennt man übrigens aus der Serie Camp Kreidezeit. Auch hier gibt es natürlich wieder wunderschöne Leuchtskins. Auf diesen freue ich mich natürlich am meisten, weil es den halt noch nicht im ersten Teil gab. Des Weiteren wird es wohl auch noch neue Leuchtskins für die Hybriden geben, die bereits im Spiel sind. Wir sehen hier einmal den Indoraptor. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass der Indominus Rex und auch der Scorpius Rex noch Leuchtskins kriegen werden. Ich hoffe, dieses kurze Infovideo hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, auf welche der 4 neuen Hybriden ihr euch am meisten freut. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.